Hey Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem nicht ganz so sehr erfreulichen Video. Und zwar geht es dieses Mal wieder um einen Krypto-Trojaner namens Petya. Petya ist tatsächlich schon mal im Einsatz gewesen. Das heißt, dieselbe Gruppe hat das Ganze schon mal gemacht. Mittlerweile haben sie aber ihre ganzen, ihren Code ein bisschen auf Vordermann gebracht und sind leider etwas erfahrener, was den Angriff angeht. Und mittlerweile hat es schon wirklich viele Leute und viele Firmen und sogar Behörden erwischt. Angefangen hat das Ganze vermutlich zumindest in Russland und der Ukraine. Man weiß es natürlich nicht ganz genau. Und das Nivea-Unternehmen war zum Beispiel eines der ersten Opfer. Wie bei dem WannaCry-Virus oder der WannaCry-Ransomware ist es genauso, dass man eben die Daten werden verschlüsselt und man hat sozusagen eine Lösegeldforderung für die eigenen Dateien. Das heißt, man muss ca. $300 bezahlen, in Bitcoin umgerechnet, um einen Schlüssel für die Dateien zu kriegen, und man muss dann am Ende wieder, man muss, wenn man es gemacht hat, eine E-Mail schreiben, bekommt dann sein Passwort für die Dateien. Und ja, so ist das Ganze scheinbar zumindest momentan, man weiß es natürlich noch nicht ganz genau. Man nimmt an, dass auch wieder hier der Eternal Blue oder die Lücke Eternal Blue ausgenutzt wird. Das heißt, das ist eine Lücke, die von den Shadow Brokern veröffentlicht wurde, auch wieder im Arsenal der NSA. Das heißt, die Shadow Broker haben die NSA gehackt, das war schon eine Weile her, habe ich euch auch mal erzählt gehabt. Und diese Hacks sind dann öffentlich geworden, weil sie halt keinen Bock mehr hatten. Und mittlerweile hat quasi jeder Zugriff auf diese Hacks und die wurden leider immer noch nicht alle gepatcht, unter anderem eben dieser Eternal Blue. Und das war damals auch die Lücke, die von WannaCry ausgenutzt wurde, um eben den Virus oder die Ransomware extrem weit zu verbreiten. Und genau dieselbe Lücke wird jetzt auch scheinbar wieder von Petya ausgenutzt. In der Ukraine zum Beispiel haben die Eisenbahnen ein Problem, die Polizei hat ein Problem, das Innenministerium geht der Sache auf jeden Fall nach, haben sie gesagt. Und Spanien hat Infektionen, wir glaube ich auch in Deutschland mittlerweile ein paar. Und das Problem ist mittlerweile, oder für das letzte Mal, wo Petya rausgekommen ist, sozusagen, also die letzte Version von Petya, da gab es ein Entschlüsselungstool und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass sich das Ding nicht mehr weiter verbreitet hat. Aber leider ist das natürlich bei dem neuen Tool oder bei dem neuen Petya-Virus oder der Ransomware verbessert worden. Das heißt, man kann es nicht mehr so leicht knacken wie davor, zumindest geht man davon bislang aus. Und gestern war tatsächlich sogar die Kontrolle des Tschernobyl-Kraftwerks betroffen worden. Das heißt, die haben sozusagen die Kontrolle über ihren Windows-Rechner verloren, warum auch immer dieses System über Windows läuft. Also es betrifft mal wieder logischerweise nur Windows-Rechner. Linux hat davon irgendwie nichts mitbekommen, zumindest bislang nicht. Und dadurch, dass dieses Kernkraftwerk irgendwie betroffen war, beziehungsweise die Verwaltung des Kernkraftwerks, mussten jetzt alle plötzlich von Hand die Radioaktivität im Zaum halten. Das heißt, das muss ja alles immer noch kontrolliert werden, damit sich das nicht noch mehr ausbreitet. Und jetzt muss halt alles manuell gemacht werden, was ich relativ schlimm finde. Klar, es ist scheinbar alles im grünen Bereich, aber es ist trotzdem einfach nicht okay. Und ist dann natürlich sogar eine Gefahr für die Umwelt. So. Also vorsichtig, wenn einer von euch diesen Petya-Virus bzw. Petya-Ransomware-Angriff auf seinem Rechner hat, dann kann der sich über das interne Netz komplett verteilen. Das heißt, ich habe den Virus, alle Rechner, die in meinem Netz sind, können den auch ohne Probleme benutzen. Es ist wirklich eine Lücke im Netzwerk und in Windows, die da benutzt wird, um sich zu verbreiten. Also vorsichtig, wenn ihr auch nur euren Rechner ins selbe Netz mit anderen fremden Rechnern steckt, dann kann sich das auch tatsächlich auf eure Rechner verteilen und das ist sehr, sehr gefährlich. Also geht am besten momentan in kein öffentliches Netzwerk rein, solltet ihr sowieso nicht ungeschützt machen, und überlegt euch gut, wenn ihr irgendwelche Dateien aufmacht. So, jetzt zum etwas praktischeren Teil. Ich habe natürlich auch prompt eine Spam-Mail bekommen, warum auch immer ich die seit neuestem kriege, aber ist egal. Und ich dachte mir, Mensch, das hört sich doch gut an. Ein Anwalt hat von mir behauptet, er kriegt noch 90 Euro irgendwas und hat mich gemahnt und hat mir eine ZIP-Datei gegeben, im Anhang natürlich, die diese Rechnung beinhaltet. Diese Rechnung sieht so aus, also erstmal war es eine ZIP-Datei, wenn man es entpackt, kommt nochmal eine ZIP-Datei raus, die genau gleich heißt. Und wenn man das dann entpackt, dann kommt diese Rechnung raus und die hat die witzige Endung .com.
.com. Wenn man jetzt keine Ahnung hat, was .com ist, dann wird man dieses Ding wahrscheinlich ausführen und da ich Linux habe, kann ich das getrost machen. Da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Wenn ich allerdings einen Windows-PC habe, dann habe ich ein Problem. Denn .com-Endungen sind genauso wie .exe-Endungen ausführbare Dateien, wissen nur die wenigsten. Die meisten denken, oh, .com, das hört sich nach einer Webseite an, gehen wir mal drauf. Ja, ist aber leider nicht so, ist eine ausführbare Datei, das heißt wie eine .exe-Datei und da stecken normalerweise ganz gerne mal Viren drin. Und das Problem mit .com-Dateien ist, sie sind natürlich alle kompiliert. Das heißt, wir können nicht einfach so unseren Source-Code angucken, wir können aber uns mal diese Datei angucken, einfach mal die Nase sozusagen reinstecken, aber wir werden nichts sehen, das kann ich euch leider sagen. Und jetzt muss ich natürlich treffen. Habe ich getroffen? Nein, ich habe natürlich nicht getroffen. Okay, so. Also wir können uns das Ding mal angucken, aber leider sieht man da nicht allzu viel. Wir sehen hier, wir haben haufenweise komischen Output. Ja, so sieht das eigentlich immer aus, wenn man eine binäre Datei versucht zu lesen. Also es ist einfach alles unlesbar, vermutlich verschlüsselt und bringt uns nicht wirklich viel. Man könnte jetzt versuchen, das Ding zu dekompilieren, das heißt mit irgendwelchen Reverse-Engineering-Techniken, aber soweit bin ich noch nicht. Ich habe tatsächlich mal probiert, das Ding auseinanderzunehmen, hat aber nicht so toll funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und das braucht wahrscheinlich so viel Arbeit, dass ich das nicht rechtzeitig oder zeitnah in einem Video zeigen könnte und dass es für euch auch noch interessant wäre. Ich werde natürlich dranbleiben, aber ich habe leider momentan auch zu viel zu tun, um das wirklich alles hinzubekommen. Falls jemand von euch Bock hat, bloß nicht diese Datei hier irgendwie öffnen, aber ihr könnt gerne mal versuchen, irgendwie reverse zu engineeren. Wahrscheinlich werde ich es tatsächlich nicht schaffen, bis es irgendjemand anders schafft. Man bekommt dann nämlich irgendwie Assembler-Code raus und Assembler-Code ist immer ein bisschen schwer zu lesen, vor allem bei solchen komplexen Dingen wie eben einem Ransomware-Virus. Was heißt komplex? Im Prinzip sind die Dinger ja nicht so schwer, aber die haben relativ viele Schutzmechanismen, weil sie eben wissen, dass man da ganz gerne mal in die Details reingucken möchte. Das heißt, das Ding wird wahrscheinlich noch verschlüsselt und encrypted und encodiert und so weiter und so fort. Aber nur, dass ihr gewarnt seid, also bei mir kam das Ganze als Anwaltsmail, wenn es auf die Betriebe kommt, dann kommt das Ganze meistens wieder mal als Bewerbungs-E-Mail und selbst die Behörden wurden scheinbar lahmgelegt. Ich weiß allerdings nicht, warum die das Ding geöffnet haben, die sollten es eigentlich besser wissen. Wenn ihr jemals mit Viren irgendwie mal experimentieren wollt, dann würde ich euch dringend eine virtuelle Maschine empfehlen, aber momentan, da so viele Lücken offen sind, würde ich euch auch das definitiv nicht empfehlen. Also ich habe das Ding hier auch in der virtuellen Maschine, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass wenn ich das Ding jetzt ausführe, dass es sich dann nicht verbreiten kann, denn so viele Lücken wie durch diesen NSA-Hack jetzt offen geworden sind, da kann man wirklich auf gar nichts mehr gehen. Da kann man sich auch nicht sicher sein, dass VirtualBox oder sowas keine Lücke hat. Deswegen seid vorsichtig, macht Backups, ganz, ganz wichtig. Eigentlich sind Backups immer das Wichtigste, also dass ihr auch wirklich nachher eure Dateien wiederherstellen könnt und die Sachen, die ihr nicht wiederherstellen könnt, die sind dann halt verloren. Also außer ihr bezahlt halt diese 300 Euro und selbst dann, oder Dollar, und selbst dann ist es wieder mal, eine Frage des Vertrauens, ob ihr da wirklich euren Schlüssel bekommt oder auch nicht. Also Backups von allem Möglichen machen, keine unbedachten E-Mail-Anhänge öffnen, wie zum Beispiel diese Rechnung.com hier. Auf Webseiten, die ihr nicht vertraut oder die ihr noch nie betreten habt, solltet ihr vielleicht auch momentan nicht unbedingt gehen. Und ganz wichtig ist jetzt in speziell diesen Fällen hier in letzter Zeit jetzt auch das Vermeiden von irgendwelchen ungesicherten Netzwerken. Das heißt, bleibt am besten zu Hause und macht am besten euren Rechner gar nicht auf. Momentan ist es wirklich besser. Okay, dann war's das von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. So eine kleine Warnung von meiner Seite hier wieder mal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.